Also Kinski war zunächst einmal unglaublich intelligent. Und ich glaube, ein Teil seiner Performance, seiner Selbstdarstellung, war das Ergebnis auch seiner Intelligenz, weil er hat ziemlich schnell erkannt, dass er mit dem, was er da so manchmal loslässt, einen allerhöchsten Aufmerksamkeitsgrad erfährt. Dann hat er gesagt, na gut, wenn die das so von mir wollen, dann kriegen sie es. Und Kinski wusste genau, wie weit er gehen kann. Er war in der Arbeit enorm präzise, aber manchmal ritt ihn der Teufel. Da hat er es dann eben so weit getrieben, dass man ihn bremsen musste. Ich hatte in einem der vornehmsten Restaurants in London einen Tisch bestellt und Klaas sagte, ich gehe mit dir essen. Ich sagte, okay, wir kommen dahin, Wheeler ist in London am Piccadilly Circus. Da ist ein Tisch für uns beide gedeckt mit dem entsprechenden Besteck. Und der Klaas sieht einen Löffel und nimmt den Löffel und schmeißt ihn auf den Boden und sagt, I don't eat soups. Der Ober kommt, holt den Löffel, bringt ihn weg, bringt einen zweiten, legt ihn hin. Klaas nimmt den Löffel, feuert ihn darunter und sagt, I don't eat soups. Der holt den Löffel, bringt ihn weg, bringt einen dritten Löffel. Der Klaas greift nach dem Löffel, hat schon, die Augen waren schon hier vorne. Dann habe ich seine Hand gehalten, habe gesagt, Klaas, wenn du den Löffel jetzt schmeißt, dann kriegst du von mir hier so eine gescheuert, dass du unterm Tisch liegst. Und zu dem Ober habe ich gesagt, würden Sie dem Herrn bitte sofort eine Suppe servieren, der isst so gerne Suppe. Und der Ober knipste nur mit den Augen, ging weg und brachte eine Suppe. Und dann habe ich gesagt, Klaus, wenn du jetzt die Suppe nicht isst, du kriegst sie von mir voll in den Kragen geschüttet. Dann hat er sich hingesetzt, hat furchtbar gelacht und hat gesagt, die ist gar nicht so schlecht.